Und da sind wir auch schon wieder bei Sonics erstem Versuch im Rollenspiel-Metier Fuß zu fassen. Die Zeichen stehen auf gut, ein bisschen was habt ihr schon gesehen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Den guten Sonics steuere ich, wie gesagt, mit dem Stylus und alles, was man in Interaktion machen kann, also mit Leuten reden zum Beispiel oder eine Tür öffnen, das passiert immer, indem ich dem Stylus dann das entsprechende Symbol anklicke, was dann im rechten Moment auf dem Bildschirm kommt. Ja, unterteilt ist die Welt in Sonic, man sieht sie im unteren Bildschirm, in verschiedene Bereiche. Und zwischen diesen Bereichen wechselt man einfach, indem man immer an die Bereichsgrenzen geht und dann geht es automatisch in den nächsten Bereich. Jetzt sind wir zum Beispiel in der altbekannten Green Hill Zone. Hier dürfte so mancher Sonic-Veteran natürlich kennen, denn das war der allererste Level, der damals auf dem Mega Drive Sonic durchlaufen durfte. Und hier sehen wir auch schon das, was Sonic viel machen wird. Er wird nämlich kämpfen. Und das ist das Schöne, das liebe ich bei Rollenspielen, wenn man die Gegner, in diesem Fall dieses bösartige Rüsseltier da, wenn man die sieht und entsprechend entlaufen, weglaufen kann. Ihr kennt das ja standardmäßig, gerade bei japanischen Rollenspielen gibt es ja gerne Zufallskämpfe. Sprich, man sieht nicht, wann ein Kampf kommt. Der kommt dann einfach irgendwann. Und hat da keine Einflussmöglichkeiten. Hier habe ich mich jetzt mal für einen Kampf entschieden. Wachdrohnen sind dabei, wütende Gürteltiere sind dabei und noch eine Wachdrohne. Jetzt wird natürlich gut überlegt sein, wie wir ordentlich vorwärts gehen. Wir haben die Initiative, dürfen erstmal automatisch austeilen, ehe die Runde jetzt beginnt. Haben wir die Gegner schon ein bisschen geschwächt. Und jetzt flüchten die sogar, weil sie Angst haben. Und jetzt gilt es, die Charaktere, und das ist gar nicht so leicht, hat gut geklappt, bei diesem Hindernislauf entsprechend richtig über Boxen und sonstige Hindernisse zu lotsen. Dann kriegt man nämlich wieder direkt einen Vorteil im nächsten Kampf. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, oben seht ihr die Kampfreihenfolge und ich kann jetzt für jeden einzelnen Slot quasi festlegen, was die Charaktere machen wollen. Ich entscheide mich erstmal für das klassische Alle schlagen zu, was aber nicht unbedingt gut sein muss, denn BioWare hat es wirklich geschafft, die Gegner derart vielseitig zu gestalten, dass man gezwungen ist, wenn man erfolgreich vorwärts werkeln will, wirklich auch deren individuelle Schwächen auszuloten und entsprechend verschiedene Stärken der Kämpfer zu nutzen. Sonic greift zum Beispiel jetzt einfach mal mit einer Power-Aktion an. Das sind quasi so Special Moves. Kostet 4 Power-Points. 8 hat er insgesamt. Könnte ich also 2 insgesamt ausführen. Ja, und zwar einmal Nein auf diesen fiesen Rotationshäcksler. Das ist viel besser. Und die zweite Attacke, die er in der Runde machen darf, ist ein Standardangriff auf das Gürteltier. Amy macht einen Tiefschlag. Natürlich bevorzugt gegen einen männlichen Gegner. Und greift im zweiten Zug auch nochmal an. Ja, und der gute Tails, ich glaube, der ist ganz gut im Medibot, das ist ein Heilroboter, aber momentan sind wir alle ganz gut dabei. Er ist halt so ein kleiner Heiler, ist dafür im Angriff nicht so stark. Deswegen verzichten wir und greifen dann mit Rogue, so heißt die Heldin, so, an. Und jetzt seht ihr schon, was ich gerade machen muss. Spezialattacken, damit die richtig wuchtig werden, die wollen mit richtigem Timing ausgeführt werden. Und dazu, wie ihr es jetzt wahrscheinlich gerade gesehen habt, gibt es immer verschiedene Kommandos, die man quasi ausführen muss. Also mit dem Stylus zum Beispiel bestimmte Bahnen fahren auf dem DS. Screenshot oder bestimmte Punkte im rechten Moment anklicken, so ein bisschen wie man das von Musikspielen kennt, dann gibt es eben richtig ordentlichen Wumms. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, was muss ich denn überhaupt machen? Und wenn ich nicht weiß, was ich machen muss, dann werfe ich einfach einen Blick ins Questlog. Unten links, das ist quasi mein Menü, da geht es automatisch in den Pausenmodus. Hier kann ich speichern, das geht immer. Hier kann ich mir zum Beispiel auch die Ausrüstung der Charaktere anschauen. Hier sehen wir sie, das kennt man aus Rollenspielen. Es gibt Lebenspunkte, es gibt Powerpoints, Angriffsstärke, Glück, all solche Geschichten, Geschwindigkeit natürlich, die das Kampfglück maßgeblich beeinflussen. Entsprechend gibt es auch Erfahrungspunkte, mit denen man dann Levels aufsteigen kann und diese einzelnen Attribute verbessert. Wir sind gerade im Ausrüstungsbereich, hier können wir unserem jeweiligen Charakter natürlich Ausrüstungsgegenstände zuteilen. Konsumartikel, ja, das sind die üblichen Sachen wie Heilkräuter, Gegengifte, all das, was man so kennt. Und Chaos, die kennt man auch vom Dreamcast, von Sonic Adventures, das sind so kleine Helferlein. Die schlüpfen aus Eiern, die man findet im Laufe des Spiels und bringen unserem Kollegen, mit dem man sie verbindet, man kann immer ein K.O. auf einen Helden zuordnen, bringen dem besondere Fertigkeiten. Zum Beispiel der gute Sonic, der hat jetzt hier Pyrus und Pyrus hat die Fertigkeit, dem zugehörigen Charakter Feuerschaden anzurichten. Und das ist eine sehr, sehr tolle Sache. Dadurch schlägt Sonic nämlich gleich doppelt wuchtig zu. Aber wir gucken uns noch mal ganz kurz das Questlog an, denn das ist sehr, sehr wichtig. Da bekommt man haarklein ausformuliert. Und das ist wiederum typisch BioWare, beziehungsweise typisch westliches RPG. So ein Questlog, in dem man genau sieht, aha, aktuell Aufgabe, die Wespenkönigin zu finden, Roboräuber suchen und die Suche nach Knuckles. Teilweise sind es optionale Quests, teilweise sind es handlungsrelevante Quests. In diesem Falle wird mir angezeigt, dass hier irgendwas Wichtiges ist, wo der Stern ist oben auf der Karte. Ah ja, und hier seht ihr schon was. Da muss ich hin, da komme ich aber nicht so einfach hin. Erstmal dem Viech weglaufen.
Hier, und da seht ihr jetzt einen Flügel. Und jetzt kommen die einzelnen Fertigkeiten der Charaktere zum Zug. Tails, den kennt ihr, der kann fliegen. Und jetzt seht ihr, dass dieses Flügelsymbol auf blau umgeschaltet ist. Das heißt, ich habe den richtigen Charakter, der über die geforderte Fertigkeit funktioniert. Und dann geht's auch schon zum Kampf. Ah, die Drohne hat uns erwischt. Aber die sollten wir noch besiegen können. Ihr seht auch, Sonic ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes on fire, weil er eben mit dem Feuer-K.O. verbunden ist. Wir greifen normal an, greifen normal an. Ja, noch so ein kleiner Tiefschlag, der hat der Wachdrohne gar nicht gut getan. Und in der nächsten Runde verteidigen wir uns, denn durch das Verteidigen werden die Powerpoints, die halt für die Spezialmanöver draufgehen, wieder aufgefüllt. Sehr, sehr wichtig also. Und jetzt wieder, ich folge dem Stylus. Klicken, klicken. Hat voll funktioniert, maximal möglicher Schaden, perfekt zeigt es an. Nein! Ah, jetzt habe ich es hier verhunzt mit der Amy. Die Bahn habe ich nicht rechtzeitig hingekriegt. Und das ist tatsächlich nicht so leicht. Einige von euch finden sich jetzt vielleicht, fühlen sich erinnert an so Spiele wie zum Beispiel Mario und Luigi, an dieser Art von Rollenspielen, die ja auch so ein bisschen Geschicklichkeit mit klassischem Rollenspiel mixen. Auch das ist bei Sonic der Fall. Aber Sonic ist insgesamt schon schwerer. Die Kämpfe sind härter. Die Schwachpunkte der Gegner sind nicht ganz so leicht zu finden. Also ist durchaus auch was für Leute, die sagen, ja, ich will es auch gerne mal ein bisschen anspruchsvoller haben. Und nicht so super offensiv. Offensichtlich meine ich natürlich. Ja, der Sieg ist unser. Statistiken klären uns auf, warum wir ein A-Rating bekommen haben. Als Belohnung kriegen wir ein Heilblatt und 25 Erfahrungspunkte. Wird nicht reichen, nein. Keiner meiner Helden steigt ein Level auf. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Wir gehen jetzt hier mal in die Höhle. Weil hier wird uns ja auf der Karte angezeigt, hier ist irgendwas zu finden, was für unsere aktuelle Quest relevant ist. Hier ist eins der Verstecke, die wir durchsuchen sollten, sagt Tails. Er hat vollkommen recht, es sieht verlassen aus. Hier ist niemand, sagt Amy, aber der Schein trügt, wie Rogue korrekterweise anmerkt. Knuckles ist übrigens verschwunden, das sollte ich vielleicht sagen, das ist zu diesem Zeitpunkt im Spiel relevant. Knuckles ist verschwunden und wir müssen ihn suchen. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt, vielleicht Dr. Eggman, vielleicht auch eine ganz andere Bedrohung, die vielleicht sogar dunkel ist. Zwei fiese SWAT-Bots haben uns in diesen Hinterhalt gelockt. Gut, können wir nichts anderes machen als kämpfen. Ist ein Zwangskampf. Ja, ihr seht, der Sonic hat keine Powerpoints mehr, deswegen werde ich jetzt erstmal mich verteidigen, denn die sind sehr, sehr wichtig, speziell für Sonics Angriffe. Amy kann wiederum nochmal den Tiefschlag machen, vielleicht kriege ich ihn diesmal ja auch hin. Und Tails, na, obwohl es sieht health-mäßig alles noch ganz gut aus. Ich suche mal absuchen, das ist so eine Art Scan, mit dem man eben Schwachpunkte eines Ziels ausfindig machen kann. Und was kann die gute Rogue? Die kann den Juwelensturm, das ist eine Attacke, die mehrere Gegner gleichzeitig trifft. Auch sehr, sehr praktisch. Und los geht's. Tiefschlag fängt an. Also, Folge der Bahn. Zack, hat funktioniert. 19 Schadenpunkte abgezogen. Nein, auch hier, um dieses Absuchen zu machen. Ah, ist gescheitert. Hätte ich auch wieder vernünftig mit dem Stylus arbeiten müssen. Und wieder der Juwelensturm wird auch wieder klick, 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 klick. Jawohl, immerhin 8 abgezogen. Naja, gut. Nicht die Welt, aber steter Tropfen höhlt den Stein, oder wie es auch immer heißt. Zweite Runde. Jetzt hat auch der gute Sonic wieder ein bisschen was mitzumachen. Er hat wieder genügend Powerpoints. Das heißt, wir können den Axtkick, den ich sehr schätze, einsetzen. Amy wiederum, oh ja, komm, nochmal eine Runde Tiefschlag, der ist ja schon unfair. Zweite Runde angreifen. Und wir, na, Medibot ist immer noch nicht nötig, sieht gut aus, aber Tails ist halt so schwacher Angreifer. Aber jetzt erstmal den Axtkick hinkriegen. Klick, klick. Ja, war jetzt auch gut, aber nicht so gut. Ach, und das war richtig schlecht. Schwach, um nicht zu sagen schwächlich. Jetzt kommt die Konterangriffe und ihr seht, die hauen schon ordentlich rein. Dafür, dass ich so früh im Spiel mich befinde, werden mir hier schon ordentlich Punkte abgezogen. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist generell recht hoch und damit kommen wir auch zum Ende. Und ich muss mal sagen, ich habe noch nicht so viel Zeit mit Sonic Chronicles verbracht, aber ich habe den Eindruck, dass tatsächlich endlich Sonic mal gelungen ist, was er bisher fast nie geschafft hat. Abseits des Jump'n'Run-Genres und selbst da hat er geschwächelt, endlich mal ein richtig vernünftiges Rollenspiel zu machen mit Hilfe von BioWare. Hat's funktioniert, meine Kaufempfehlung für alle DS-Besitzer.